die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Wir sitzen im Auto, wie ihr sehen könnt. Also ich, der Papa noch nicht, der kommt gleich. Und die Luisa und die Lara sind hinten. Wir gehen jetzt nämlich die Michelle von der Schule holen. Heute ist letzter Schultag. Ab morgen sind wir in einem Lockdown. Bis, ich glaube, 6. Dezember. Also einschließlich. Und deswegen müssen wir sie heute von der Schule holen, weil sie ganz viele Schulsachen mitnimmt. Ja, mein Schatz. Kauf mir eine Kette. Eine Kette soll ich dir kaufen? Ja. Ja, mache ich dann. Okay. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt los. Papa redet gerade noch hinten mit dem Rauchfangkehrer. Der wäre jetzt nämlich zu uns gekommen. Das ist lange Geschichte. Also wir haben ja vor einem Jahr unten ja ausgebaut. Und da haben wir den Ofen weggemacht. Wir haben so ein Holzofen-Ding gehabt, den wir aber nie genutzt haben. Der war nämlich schon uralt und so. Und wir haben aber auch eine Gasheizung. Und wir haben immer die Gasheizung genutzt. Und der muss aber trotzdem kommen, wenn wir einen Ofen haben, zum Ausputzen des Schornsteins. Aber da wir ja keinen Ofen haben, muss er jetzt auch nichts mehr putzen, weil der Schornstein natürlich ja nicht mehr, gar nicht. Ja, deswegen diskutiert er jetzt mit dem. Und danach müssen wir eigentlich schnell losfahren, die Michelle von der Schule abholen. Ja, und dann nehmen wir heute euch ein bisschen mit. Wir haben einiges zu tun. Das habe ich ja, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber wir wollen unser Wohnzimmer auf jeden Fall ausmalen. Das hat nämlich bitter nötig, seitdem wir das letzte Mal ausgemalt haben, in 2014, wo wir renoviert haben. Und wir melden uns gleich, wenn wir die Michelle holen. So, wie ihr seht, haben wir die kleine Michelle abgeholt. Die Maske kannst du eigentlich jetzt ausziehen, oder? Also. Weißt du, das war richtig... Weil wir mussten die Maske auch während dem Unterricht tragen. Echt? Heute? Ja, und weil meine Nase die ganze Zeit... Die Michelle hat so eine kindliche Nase. Die Michelle ist öfter so, die hat, weiß ich, wenn sie so... Auch zu Hause, wenn wir ein bisschen putzen und so Staub wischen. Ich glaube, die hat so eine leichte Stauballergie und sie ist extrem empfindlich an der Nase. Arme Michi. Auf jeden Fall hat sie Michelle jetzt... Homeschooling, das hat sie mit euch besprochen. Nochmal das Teams angeschaut. Okay, passt. Wir haben jetzt so einen Stundenplan. Also einen provisorischen Stundenplan. Schau mal, die Rechner. Morgen habe ich nur 3 Stunden. Außer die Arbeitsaufträge, die ich bekomme. Die du sowieso machen musst. Ja, die musst du sowieso machen, aber ich halte mich immer an Stundenstunden. Also wie, als wäre ich hier richtig in der Schule. Okay, brav. Heute hast du keinen Unterricht mehr, gell? Und dann haben wir noch einiges zu erledigen, aber dann nehmen wir euch dann eh mit. So, ich und der Papa sind noch mal kurz alleine los. Wir haben nämlich beim Smith-Toys Adventkalender reserviert und die holen wir jetzt ab. Also kein großartiges Shopping, sondern einfach nur Sachen reserviert, abholen und wieder weg. Corona ist unterwegs. Ja, eh. Für die Michelle müssen wir auch noch einen Adventkalender holen. Der Patrick will keinen. Von wo? Ja, für die Michelle von DM. Von Essence. Das sind große Chupa Chups. Kleine das Lollis. Sind kleine Lollis drin, ja. Magst du den mit Milch nehmen, ne? Ja, da gibt's keinen. Doch, der da weiß, also nach Apfel nahe. Das ist ein Schatz. Was? Das ist der Schatz. So, meine Lieben, wie ihr seht, sind wir schon wieder zu Hause. Ich habe als letztes beim Smith Toys gefilmt. Da habe ich euch ja gesagt, dass ich ja oder wir diese Adventkalender abholen wollen, die wir reserviert hatten. Und zuerst wollte ich die ja bestellen, aber die konnten nicht geliefert werden. Und ich glaube, ich weiß jetzt warum. Die hatten nämlich auch die Adventkalender mit minus 50%. Das habe ich gar nicht gewusst. Also ich war ziemlich überrascht, weil ich dachte mir so, hä? Das kostet eigentlich kostet einer 20 Euro und dann habe ich für beide 20 Euro gezahlt, weil ich so ein bisschen verwirrt. Ah ja, ich habe diese übrigens geholt. Hier einmal für die Luisa, den Bauernhof, und für die Lara habe ich den Reiterhof geholt. Die spielen ja so gerne Playmobil, deswegen passt das super perfekt. Und ja, wie gesagt, die waren halt minus 50%. Das wusste ich nicht, aber wahrscheinlich, weil halt die Geschäfte jetzt am Morgen dann zu haben. Und damit die halt nicht auf ihren Adventkalendern sitzen. Vermutlich. Ich war dann positiv überrascht und habe mich sehr darüber gefreut. Wie auch immer, wir haben auf jeden Fall die Kalender geholt. Die haben wir schon versteckt, damit die Kinder da jetzt nicht die sehen und aufmachen wollen oder so. Für die Michelle habe ich auch einen geholt von DM. Von der Marke Trended Up mit so, ja,
Teenager-Beauty-Creams-Krams, Nagellacken, was da alles dabei ist, sowas halt. Das ist also momentan komplett ihr Ding. Und der Patrick, der wollte keinen Adventkalender, deswegen habe ich, oder haben wir für den Patrick jetzt nichts geholt. Ich wollte nicht mehr einen Schokokalender holen, aber ist auch, wenn er keinen will, dann will er keinen und fertig. Ja, und danach waren wir noch mal schnell ein paar Sachen kaufen. Die Luisa hat ja diese Woche Geburtstag, wie ihr vielleicht nicht wisst oder wisst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird sie diese am 19. November 3 Jahre alt und ich habe ihr versprochen, dass ich ihr eine Pepper-Wutz-Torte backe, weil sie hat sich eine Pepper-Wutz-Torte gewünscht. Und ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, ob ich diese backe oder ob ich diese backe. Papa soll auf jeden Fall, ich soll diese mit dem, die einfacher ist, backen. Also diese mit dem weißen. Von da, die Runde. Ich weiß noch nicht, ob das die einfachere ist, aber wahrscheinlich, ja, mal schauen. Und ich zeige euch auf jeden Fall, was ich geholt habe für die Pepper-Wutz-Torte. Auf jeden Fall Eier, Zucker, Mehl und sowas, weil ich das auch gebraucht habe. Dann wird es eine Sahne, Sahne-Frucht-Füllung geben. Deswegen habe ich die Erdbeeren, die Sahne. Dann habe ich auch Topfen und Frischkäse, also Quark für die Deutschen und euch. Butter, Sahne steif. Dann habe ich so weiße Schokolade für eine weiße Ganache. Und dann natürlich Fondant. Da habe ich den weißen, den roten. Rot fürs Kleid von der Pepper-Wutz. Und weiß, da werde ich weiß und rot dann mischen für das Rosa von der Pepper-Wutz. Fondant-Kleber oder Kleber grundsätzlich. Essbaren Kleber. Und dann so eine Roll-Fondant-Decke habe ich auch genommen. Mal schauen. Auf jeden Fall. Das Rezept, da habe ich mir von Sallys Welt eins ausgesucht. Ich werde euch das dann einblenden. Ich werde das natürlich ein bisschen mitvloggen, wenn ich dann die Torte backe. Die hat da so eine Paw Patrol Motivtorte gemacht. Und die mache ich dann quasi, aber halt werde ich umwandeln, ein bisschen umrechnen. Und natürlich ein anderes Motiv, Pepper-Wutz. Ja, so viel dazu. Morgen wird es dann losgehen mit dem Backen. Und jetzt werden wir vielleicht was Kleines essen. Ein Hallo von mir auch aus meiner Küche. Mit, das ist deine Küche. Ich koche auch. Ja, aber das ist mein Reich. Ah, ja, heute mache ich eine Suppe. Also die koche ich nicht so oft. Ja, weil, keine Ahnung warum. Ja, ist schon aufwendiger. Ja, aber die schmeckt super lecker. Vielleicht esse ich sogar auch ein bisschen. Also die Suppe wird mit solchen Fleischbällchen gemacht. Also das wird hinzugefügt und das schmeckt nämlich sehr, sehr lecker. Aber falls ihr auch das Rezept sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich kann ja auch ein Video dazu machen. Und ja. Die Mama unterstützt mich jetzt bei Matheübungen. Ich verstehe nicht, um was es geht. Mama, wir wollen einen Platz mehr. Ich bin ja froh, dass wir den Patrick zu Hause haben. Kannst du den Patrick holen? Wir brauchen einen Genie. Geh, lauf schnell runter und hol ihn. Das wird sicher lustig mit den Kindern zu Hause. Alle Kinder zu Hause, Michelle, brauchen. Haben wir uns. Mit der Lara müssen wir ja auch noch Übungen machen. Haben wir uns alle dieses Jahr, also voriges Jahr zu Silvester gewünscht, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen? Jetzt haben wir es. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. So, jetzt muss ich eine Kostprobe machen. Entleerung des Ganzen. Voila! Doch, sie kann das und das plus, diese und diese in einer Klammer plus. Ich brauche ein Handy, Baba, gib mir dein Handy. Das ist eine richtige politische Debatte bei uns zu Hause. Ohne Party geht es hier nicht mehr weiter. Das neue iPhone. Mama. Kannst du mit dem regnen, Mama? Oder? Papa! Essen ist bald fertig. Banane essen. Ja, warte kurz. Merkt ihr, Patrick, 8762. Ja? Wie viel Party sollst du merken? Okay, Patrick. Deine Zahl? 8772. Okay, dann geht das nicht. Die gibt es nicht zusammenzufassen. Okay, dann kannst du hier, hier kannst du nicht zusammenfassen, Michelle. Alles. Genau, dann rechnest du. Wenn die Fleischbällchen nach oben kommen, sind die Fleischbällchen schon gekocht. Welche Wörter klingen am Anfang wie Tigger, welche wie Löwe? Okay? Verbinde jeden Gegenstand mit der richtigen Kiste. Das heißt, alles, wo du, also nicht Mama, einkaufst. Ja? Das rechne Bifiloni. Schau mal, Papa, der Bifiloni. Der Bifiloni? Bifiloni.
Der geht immer auf Luises Sitzplatz. Weil manchmal nicht bei mir. Komm, Lara, also. Lara? Die Lara muss auf jeden Fall auch so Übungen zu Hause machen, weil die Lara ist ja ein Vorschulkind, das heißt, sie geht ja nächstes Jahr in die Schule. Und durch das, dass der Kindergarten ja ständig ausfällt, ja, haben wir uns voll eingedeckt mit solchen Übungsblöcken. Genau, verbinde es. Also was ist das? Was ist das? Eine? Nein, nicht das miteinander verbinden. Hör mal zu. Die Wörter, die mit L wie Löwe, da tust du das mit dieser Kiste verbinden. Also du tust sie in die Löwenkiste rein. Also, das ist ein Lineal. Hör mal zu. Also, kommt das in die Löwenkiste. Richtig. Was ist das? Tomate. Ja, was ist das? Mama. T. Genau. Also kommt das in die Tigerkiste. Was ist das? Ein Junge. Eine Lampe. Lampe. Also welche Kiste kommt die Lampe rein? Lampe. Richtig. Mama, was ist das? Ja, was ist das? Eine Teekanne. Ja, eine Tasse ist das. Tasse. Eine Teekanne ist das, wo der Tee drin ist, aber das ist eine Tasse auch. Ja. Mhm. Das ist die Kiste. Lara ist wirklich so toll. Was die Lara am allerbesten kann, sind Silben. Das kann die Lara so Mama, gut. Mama, was ist das? Silben. Erste, wo du immer sagst, Lara, wie viele Silbenlaute hat zum Beispiel Gurke? Gurke. Eins. Ja. Oder Lara, wie viel hat Wassermelone? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sie macht das so schnell. Wassermelone. Die Lara kann das so. Das kann sie so gut. Ich weiß nicht, woher das ist. Meine kluge Mausi. Ja. So, meine Lieben, meine Suppe ist jetzt fertig. Schaut so aus. Und wird gleich verspeist. Ja, du musst dir Buchstaben suchen. Habt ihr Hunger? Okay. Hast du Hunger, Luisa? Machst du es denn? Du setzt für die Kinder die Wanne voll. Mama, sei einreich. Mr. Papa macht die Wanne voll. Welche Farbe? Wir tun zuerst essen und dann baden. Ja? Machst du rosa, grün oder blau? Blau. Ja. Ah. Simba, das ist Tutti Frutti. Kuschi. Was ist das, eine Robe? Hast du gegessen? Was heißt das? Schaut euch mal meine Mausis an. Sind hier in der Wanne. Wie sie gucken. So süß. Ich liebe euch. Ihr braucht euch Gesichter. Und ich bin jetzt hier mit ihnen. Entschuldigung. So. Und da ihnen gerade super langweilig ist. Ich habe ihnen zwar so eine Badekugel gegeben, aber jetzt ist ihnen wieder langweilig. Habe ich mir gedacht, dass ich ihnen so, wie heißt das, so Farben mache, Badewannenfarben. Dann können die nämlich in der Badewanne malen. So, ich habe da was vorbereitet. Zwei Tassen. Was gibt ihr da rein? Das müsst ihr gleich sehen. Zwei Pinsel, Lebensmittelfarbe. Ist das rot? Yep. Und dann braucht man Rasierschaum. Rasierschaum. Und daraus werde ich jetzt den Mädels so Badewannenfarben basteln. Und wenn wir noch wen tun wir den Fragen? Bitte? Und wenn wir noch wen tun wir den Fragen? Nein, ich mache euch diese voll, aber das muss euch dann reichen. Was? Ich mache euch diese Tasten voll und das muss euch reichen, Lara. Okay? Also in die Tassen. Ja, damit mache ich jetzt die Farbe rein. Und dann rührst du das. Genau, dann rühre ich das. Pinsel. Du mischst das. Du wusstest, dass du das mischst. Ich hatte gewusst, dass du das mischst. Du hast gewusst, dass ich das mische? Ja, hab du auch gerade gesagt und du hast das nicht gehört. Wir haben leider jetzt nicht mehr so viel Farbe, sonst hätte ich euch
viel mehr angeboten. Das nächste Mal dann bereite ich mich besser vor. Sind die Farbe schön? Die Farbe finde ich schön. So schaut das Ganze dann aus, wenn die Mädels dann malen. Gell? Ist das lustig? Ja. Ist das lustig, Luisa? Ich versuche eine Zahl zu machen. Das nächste Mal brauchen wir auf jeden Fall mehr Farbe, glaube ich. Oh, super macht ihr das. So, meine Lieben, wir haben Abendessen schon gegessen, wir haben die Kinder schon gebadet, wie man das sieht. Wir sind jetzt noch im Bastelfieber, also Bastelfieber ja nicht, also Zeichenfieber. Nein. Ich male jetzt ein Teddybär, ich habe ein bisschen wie ein Affe aus. Diese Teddybär habe ich gemalt. Das ist ein Kunstwerk, oder? Sowas kann doch nicht jeder. Und bei der Lara, darf ich den Teddy sehen? Ich male ihn gerade an. Ist noch Geheimnis? Ja. Ich will sehen, ups. Wow. Na gut, meine Lieben, wir werden jetzt weiter malen. Ich werde auch den Vlog jetzt beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Baba. Tschüss.